Beste der andere? Negativ, aber jetzt 100 Meter tiefer. Dreht nach links. Du kannst auch nach links drehen. Ich habe den anderen auf dem Flan getroffen, also ist gut. Das ist jetzt 100 Meter tiefer. Jetzt kannst du rechts drehen, sonst können wir ins Saufen. Den anderen habe ich inside. Inside. Einmal links. Der andere ist hinter uns. Nichts. Macht nichts. Dann fliegen wir ab. Richtung Tiefvorspitze. Weißt du, wo die ist? Das ist massiv da vorne. Ja. Das ist der höchste Berg in der Schweiz. Das Ganze ist in der Schweiz? Nein, okay. Ich glaube die Grenze. Das ist 4,6. Das ist ganz wenig links fliegen. Entschuldigung. Das ist die Wolke links. Ja, die ist nicht die, sondern weiter vorne, so halb 12 Uhr. Ja. Probieren mal dort hin zu gehen. Wolke. Ja, das ist relativ gross. Also. Jetzt geradeaus. Ein anderer ist links von uns, 3 Kilometer. Aber tiefer, 200 Meter. Ja, das ist gut, aber es ist etwas gestört. Da habe ich schon mal gesagt, dass es gut gestört wird. Das könnte schon der gewesen sein.
Der andere ist einen Kilometer hinter, rechts hinten. 50 Meter, 40 Meter tiefer. Ja, da sehe ich einen, das ist schön. Meter, 34 Meter tiefer, ca. 100 Meter, rechts hinter uns. Welchen meinst du jetzt? Ja, der wird 47 Meter rechts hinter uns, der wird der Flüchtige. Das ist der, den wir vorne gesehen haben? Nein, ja. Ja, ja. Das wäre vermutlich da mit uns. Du kannst schon ein bisschen Geschwindigkeit retour nehmen. Vielleicht kannst du auch eindrehen, rechts. Wegen dem anderen schauen. Siehst du irgendwo? Dreh links. Aber wir bleiben im Kreisen. Ja. Er hat jetzt rechts eingedreht. Meter, 1 Kilometer. Und siehst du auf dem Schirm? Nein, auf dem Schirm. Ah, inside. Inside, ja. Sehen wir. Wenn wir rechts gegangen wären, wären wir sehr schnell in den Kurs hineingekommen. Aber wir bleiben hier noch am Steigen. Ja, das steigt mit 3 Meter, also. Unter uns, vorne dran, 2 Kilometer. Wir haben einen um uns. 400 Meter, alles problemlos. Probiere ein bisschen zu optimieren. Das Steigen geht nachher, jetzt muss ich ein bisschen korrigieren. Ist vorne rechts 1 Uhr, 150 Meter tiefer. Er hat 4 Meter steigen gehabt.
Schau mal nach links. Nach links. Kannst du nicht drehen? Einfach nach links über zum anderen. Siehst du den etwas? Negativ, aber der ist noch tiefer. Ich sehe ihn noch etwas mehr links. Kein Problem, nach rechts drehen. Auf 70 Meter, links hin. Inside. Also wieder links rüber. Siehst du ihn? Im Moment nicht mehr inside sehen. Ganz wenig rechts. Siehst du ihn nicht? Ich sehe ihn, ja, ja. Jetzt auf die Wolken vorne gerade zu. Ich sehe ihn vorne links. Mit 4 Meter. Das heisst so viel wie wir fliegen da dort führen. Siehst du optisch? Nein, jetzt sehen wir nicht mehr. Ah, inside. Du reklamierst, wenn es zu zäng wird? Nein, nein, kein Problem. Mach ihn schlaufen nach rechts. Was heisst schlaufen? 480 Grad. Geht er links wieder? Warte noch, warte noch. Du kannst schon über die Wolken rein. Jetzt kommst du links. Jetzt wieder in die Führung fliegen. Der andere ist 3 Kilometer weg. Bin ich rechts? Was ist denn von mir okay? Wenn man nicht dort schnaufen. Ja, das ist. Gang rechts. Läufe? Nein, geradeaus, Knüppel führen. Wir suchen, suchen.
vielleicht die Lüftung ein bisschen aufgehen würde. Wie? Dass vielleicht die Lüftung ein bisschen aufgehen bei dir. Es ist minus 24 Grad. 24 Grad, ja. Dass du mit dem Wind stimmt. Wie? Die Windangabe stimmt nicht. Meinst du nicht? Nein. Und noch links. So nicht noch rechts. Probierst du, ne? Ja, Controls. Nein, Controls. Light Level 182 und dürfen bis 190 oder 195. Das heisst, wir gehen bis 190, nicht höher. Ja. Wie hoch bist du schon mal gewesen? Das höchste? Ja. Das höchste der Gefühle, das ist mit dir vor irgendwie 3 Wochen. Weißt du, wo wir empfehlen, wo wir den Rücken geschleppt haben, den Deckberg. Ja. Und nachher Richtung Kleisen, respektive Lindtal. Jetzt sind wir auf 6 rauf. Also, sind wir auf 6? Ja, aber 5, 9 ganz sicher. Okay. Wir haben ja den Freibad über den Kopf. Und beim Zirkeln zurückfliegen, beim Tschechental 4 sind wir ja also hier abgefressen.
195 Italy. Unter uns Golf, oben ist Charlie. 195. Das war die GAO-Karte. Deine Karte Retour. Okay. Eye Controls. Ja, Controls. Das heisst, wir sind bei 192, das heisst, wir können noch ein paar Meter. Wie hoch bist du da gewesen? 6200, so irgendetwas. Minus. Krass. Das heisst, wir müssen auf die italienische Seite bleiben, nicht auf die Schweizer Seite. Nein. Die richtig große Kriegel oder Flieger. Ich weiß gar nicht, was ich da kann. Ja, er ist mit der Frau und. Was sagst du? Er ist mit der Frau heute unterwegs. Ja, krass. Ja, krass. Ja, krass. Ja, krass. Wir fliegen weiter. Ich sehe es als Aftatal. Das da von uns vorne unten. Vorne rechts. Das ist ein Osta. Wir fliegen weiter. Ich sehe es als Aftatal. Das da von uns vorne unten. Vorne rechts. Das ist ein Osta. Ich sehe es jetzt gerade. Die Tiefelspitze ist rechts von uns in der Wolke. Ja. Du kannst mir so geil. Your controls. My controls. Einfach mit mir nach rechts, immer nach links. Wegen der Grenze, weißt du? Ja, richtig. Wir sind jetzt gesessen. Wir sind. Wir haben schon vor der Grenze nicht relativ. Nicht, ja. Ja. Zieh. Einerseits. Warte schnell, siehst du die Wolke vorne links? Ja. Vor dieser 8 Flüge. Also auf dieser Seite da? Ja. Wir sind ja mit der Linie von hinten. Wenn du fliegen und reden kannst, ist gut. Hä? Ja, jetzt gerade, wenn's nicht. Eben quasi, weil wir sagen, weißt du, mit keinem Ding sind und jetzt sagen, ja, lieber mit oder irgendwie so. Ja. Und, wir haben die Beste, bevor es mir weg
Autofahrer sind noch ein bisschen geschaut, wegen, wie sie ihr geschleppt haben, weißt du? Mhm. Und bist du beeindruckend gewesen? Hast du teilweise, hast du schon gesehen, die hat ja recht gerudert. Nein, das glaube ich. Oder? Schau einfach beim Instrument im Fliegen, mit dem Sinken und dem Ganzen. Weil wenn es sinkt, musst du spüren. Hier um und fliege auf die andere Seite. Ein näher an die Wolken, mehr links. Das geht. Das geht, ne? Passt für dich. Ja. Es will nicht steigen, ne? Im Moment wird es nicht groß. Die Gleiche. Obwohl wir da auf der Leitseite sind. Okay. Da bin ich mit Night Controls. Night Controls. Vorne links siehst du die Piste von Aosta, da wenn du weißt, wo. Gerade unterhalb von dieser Wolke. Links, ne? Links vorne, ich weiss nicht, ob es von hinten war. Ich muss es stellen, da will ich den Eis. In welche Richtung ist das? Geradeaus jetzt. Geradeaus. Ja, von hinten muss ich es nicht sehen. Wie geht es deinen Füßen? Die Füße ist gemerkt, dass es relativ frisch ist, aber es ist im Moment, würde ich sagen, noch recht gut ausgehalten. Ja. Also es ist schon frisch geworden, aber die Verdiene? Also ich merke die Zehenspitzen ein bisschen, dass es kalt ist, aber sonst ist es gut. Eis. Ja.
schnell und schnell weg den Bunker noch zu wenden. Ja. Wenn wir jetzt in der Schweiz fliegen und wir sind nicht in so einer F-Segelflugzone drin, wir sind ja fast die grossen Flugschritte. Ja. 1500 Meter horizontal und 300 vertikal. Ich glaube, es ist 300, ja. Ja. Hast du jetzt das letzte irgendwann gesagt, Jörg, dass Therese allenfalls auf Santa Barbara ist? Dass wir nicht sacken sind? Es ist eigentlich schon so geplant, doch. Während der ganzen Zeit, oder? Ich nehme es an, ja. Also da kommt da wirklich jemand mit dem Anfahren, oder? Und dann würden wir mit zwei Autos gehen. Ah, ja. Wie weit für den fliegen wir? Du meinst Richtung... Richtung Westen. Richtung Südwesten. Ja, meinst du nicht? Jetzt haben wir 1:30. Ja. Was hast du morgen geplant? Hast du gesagt, wir machen Sonderwürfe? Das wäre Richtung Osten dann, ja. Das wäre ja der Osten. Und das andere hast du gesagt... Osten, da vorne. Osten, gell? Ja, schau, Jörg, ich würde dich jetzt anrufen, wenn ich dir da die Schifffahrer abgeschlagen habe. Ich kann es dir höchstens sagen, wir fliegen, wir lassen uns nicht zu fest, wir hängen nicht zu fest über den Grat raus, weisst du? Also, dann kehren wir. Weißt, so nein, ist gut. Weil ich denke, da steigt sie jetzt nicht. Und das ist nicht thermisch, sondern dynamisch. Und dann wir könnten im Prinzip zurückfliegen und in Richtung Osten noch weiterfliegen, wenn es dort läuft. Ja. Nicht, dass wir zu weit jetzt in den Westen gehen und nicht zurück mögen. Was meinst du? Dass wir einfach auf der sicheren Seite fliegen? Genau. Also mir interessiert sich nicht in dem Sinn, abzocken, aber ich glaube, das ist die richtige Variante, dass wir... Ja, ja. Also das Amitouren sind 116 Kilometer. Die benötigte Gleitzahl ist 28. Okay. Die benötigte? Die benötigte, ja. Und aktuell? 26. Das ist, weil wir jetzt ein bisschen saufen hatten. Mhm. Links eine ist die Föhnwand. Ja. Jetzt haben wir 31, 32 effektive Gleitzahl.
Ich bin letztes Jahr mit der LS4 bin ich auch dafür geflogen. Nein. Aber viel tiefer, auf 3000 Meter. Ich denke, ich habe das in einem von deinen Videos gesehen, wo du auf dem... Ja, es mag sein, dass ich dort eins gemacht habe. Das, was du da jetzt filmen, hast du das im Sinne wieder gemacht?